So, und du siehst jetzt irgendwo ein großes Medipack, sagst du. Ja, wenn du dich jetzt nach rechts blickst, da ist auch wieder so ein Vorsprung. Du siehst die Ja, Fackel, oder? Und ja. da drüber steht Munition und ein großes Ich sehe Medipack. es, ich sehe es. Aber von hier aus ist es unmöglich, da dran zu kommen. Richtig. Kann ich mich... Nein, der Sprung wird auch zu weit sein. Warte, ich bin nur normal gesprungen. Laden, das hat wehgetan. Nein, mit Anlauf rüberspringen bringt auch nichts. Wo versuchst du gerade rüber zu springen? Zu den Medipacks. Nee, Mit der... das ist zu weit. Richtig, aber ich gebe ja nicht auf. Nein. Ja, da wollte ich gerade schon mal hin, aber da war es im Löwenmaul zu eng. Oh, das könnte nach einem Weg aussehen, aber der geht garantiert nicht zu den Medipacks. Vielleicht komme ich von hier aus ja irgendwann mal in die Richtung der Medipacks. Erstmal gehe ich in die ziemlich entgegengesetzte Richtung. Auch schön. So hat's nicht geklappt. Och, Lara. Ich lade doch nicht jedes Mal neu, damit du wieder den Abgrund runterstürzt und dich verletzt. Hoffen wir mal, dass mir das irgendwas bringt, was ich jetzt gerade tue. Ja, hier wollte ich schon mal länger hin. Gut. Lara, wir hatten mal ein Fernglas. Das haben wir immer noch. Ja, das fiel mir gerade so auf. Wie zoome ich nochmal damit so? Ich auf den Löwen draufkommen könnte. Komm hoch da, Lara. Hoch da, Lara. Ich gehe jetzt davon aus, es hat irgendwas ganz Tolles gemacht, was ich gerade getan habe. Speichern. Das könnte Was so. hast du denn getan? Ich habe an einer Kette gezogen. Wo bist du an eine Kette gekommen? Auf dem einen Löwenkopf. Auf dem einen Löwenkopf. Ja. Ah, auf dem Löwenkopf. Oh. So, gucken wir uns mal an, was das getan hat. Ach, ganz ehrlich, ich habe doch gerade gel... Ich sehe noch nicht, was das getan haben könnte. Ich sehe, wie du auf den Löwenkopf gekommen bist. Vorausgesetzt, du hast auch ganz elegant das Loch über der Plattform verwendet. Ja. Dass ich, Das. um es zu finden, erstmal wieder nach unten musste. Nee, ich habe das aus Versehen gesehen. Aber da kann man wirklich auch nur von aus Versehen reden. So, ist es vielleicht das Löwenmaul weiter aufgegangen? Tatsache. Ich komme jetzt hier rein. Ich schaff's nicht auf den Löwen drauf. So, im Löwen ist eine Stange. Wunderbar. Ich komme trotzdem nicht auf den Löwen drauf. So, Lara, spring doch mal dahin. Nein. Miss Croft, seit wann sind wir denn so definitiv viel zu blöd, um irgendwo hinzuspringen?
Ich meine, gut, nach der Sache im Zug wundert mich eigentlich nichts mehr. Hast ja recht. Lara nicht so. Da landen wir bloß wieder unten. Ich mag's nicht, wenn Türen hinter mir zugehen. Oh, was liegt denn hier? Ich mag's nicht, wenn man mir Fackeln gibt. Ich mag's nicht, wenn du so weit vor bist. So weit ist das gar nicht. Ja, ich komme nicht auf diesen blöden Löwenkopf drauf. Lara, das war jetzt der wievielte Anlauf? Der 15.? Also ich bin gerade damit beschäftigt, Fackeln anzumachen. Das probiere ich jetzt noch. Wunderbar. Tür auf. Hä? Och, Lara. Oh, was zeigt denn die heutige Inschrift? Einen Bullen. Einen Bullen. Ja. Ein Na, ob mir Ru das so gefällt. Um ganz genau zu sein, wahrscheinlich einen roten Bullen. Alte Ägypter. Naja, solange du damit nicht fliegen kannst. Also, ich kann dir ganz genau sagen, wo ich bin. Denn da werde ich jetzt warten. Mein Fußboden hat. Ich habe ihn gerade in Flammen gesetzt. Mein Holz brennt. Dein Holz brennt. Ja. Nein, nein, nein! Das lade ich jetzt neu, weil ich wollte mich umdrehen und Lara fällt durch das, wo ich warten wollte, durch. Also darf ich jetzt wieder die Fackel holen. Gut, ich darf noch mal auf den Löwen springen. Ah. Weil ich unfähig bin. Warum? Wie bist du gestorben oder was auch immer? Ich bin nicht gestorben, ich bin nur wieder sehr verletzungsreich irgendwo runtergefallen. Hm. Und da habe ich mir gedacht, nee, das willst du jetzt nicht, das lädst du noch mal neu und Nachher gerade war ja. hier Feuer. Und ich brauche dieses Feuer. Lara, geh da hoch. Danke, Lara, Feuer, dass du zieh an dich. dem Hebel. Dass du dich entscheidest, mit uns zu kooperieren. Speichern wir, Lara. Jetzt setzen wir gleich nochmal den Holzfußboden in Brand. Dann gucken wir, was in der einen Nische ist, die ich da gesehen habe, in die ich eigentlich rein wollte, bevor du mal wieder nach vorne getrippelt bist. Lara. Ich habe gesagt, du sollst da hochkrabbeln, so in der geduckten Haltung. Da ist eine Tür, die ich nicht öffnen kann. Okay. Kann ich mitleben. Boah, Lara, war das? Nein, das war Sprinten. Dann ist das Krabbeln. Gut. Dann machen wir das jetzt ein fünftes Mal. Sekunde mal, sind wir da, wo ich glaube, wo wir sind? Bestimmt. Das könnte das sein. Oh, eine Stange im Löwen. Lara, krabbel da hoch. Und sieh dich vielleicht mal so ein bisschen um. Und ich finde es schön, dass du wirklich hohl bist. Ja, Lara, so ist das wohl. Aber ich glaube, die Inschrift vom Bullen wird uns keine Angst machen müssen. Ich meine, wir haben Grampi lange hinter uns gelassen. Der war in einem ganz anderen Teil des Landes. Hier geht eine Tür auf. Ja. Ich speichere erstmal. Ich habe so lange nicht mehr gespeichert. Sinnig ist das.
Ich speichere auch einmal kurz, um zu gucken, ob ich mich von dieser Kante... Nein, kann ich mich nicht von hängen lassen. Wir laden neu. Also was habe ich denn jetzt? Ich habe Pharos Säule mitgenommen. Was hast du mitgenommen? Pharos Säule. Was denn das? Und wo hast du es gefunden? Also, ich bin die Stange hochgeklettert. Ja. Und... Da ist eine Tür aufgegangen, hattest du gesagt. Da ist eine Tür aufgegangen. Das Problem ist, hier gehen zwei Türen auf. Nein, bei mir ging nur eine auf. Bist du auf diesen Sims geklettert? Welchen Sims? Da war kein Sims. Und doch. Und meine Tür zurück geht jetzt nicht mehr auf. Das ist blöd. Denn bei Pharos Säule ist auf jeden Fall auch ein Weg zurück nach unten. Sekunde, wo war mein letzter Speicherstand davor? Auch da hatte ich noch nicht mal den Hebel aktiviert. Nee, lass mal. Weil ich habe da keinen Sims, auf den ich hätte draufklettern können, gesehen. Bei mir ging eine Tür auf und ich bin da durchgegangen. Und der anderen hast du dich nicht genähert, die quasi so auf einer Art... Doch, ja, da bin so ich... eine Art Fensterbank. Da bin ich einmal draufgegangen, die ist nicht, ich stand davor, die ist nicht aufgegangen. Okay. Woo! Was ist jetzt passiert? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, und ich habe einen Geist bei mir. Einen brennenden. Ja gut, dann sind wir jetzt zwei vollkommen unterschiedliche Pfade gerannt und, ich komme nicht zurück. Lara, möchtest du die Tür aufmachen? Nein, möchtest du nicht. Ist alles in Ordnung. Also ich versuche dann mal auf meinem Pfad wieder nach unten zu kommen. Was äußerst weh tut, Lara. Lara, das ist nicht die Tür, die wir nehmen wollten. Also ich meine, ich bin jetzt auch wieder unten, aber das tut verdammt weh, hier hinzukommen. Es gibt anscheinend keinen Weg, hier schadenfrei hinzukommen. Mal wieder. Ich sehe was, wo ich jetzt wieder weiterklettern könnte. Das ist jetzt natürlich wieder unschön, dass du vollkommen einen anderen Weg hast als ich. Ich habe aber auch den Weg gefunden. Ach, jetzt brenne ich. Mal gucken, wo ich neu laden kann. Juhu, Spiel, lass mich laden. Ich bin gerade etwas äußerst genervt von dem Spiel. Darf ich das sagen? Ja, darfst du. Weil, weißt du, was ich jetzt tun werde? Und muss anscheinend? Was? Ich lade von da, wo wir den Hebel ganz unten bei den Löwenköpfen gemacht, noch nicht anhatten, neu. Weil ich sonst nochmal quer durch die ganze Bibliothek laufen würde, weil mein Weg, den ich genommen habe, zurückführt in die Haupthalle unten. Ah. Gut. Also aktiviere ich den Hebel nochmal neu, kletter die ganze Sache ab. Jetzt bist du deutlich vor mir. Also das Spiel hat... Ich habe jetzt mal... Ich versuche jetzt mal deinen Weg zu laufen. Nö, lass mal. Ich komme ja gerade deinen. Ich habe den neu geladen, weil ganz ehrlich, mein Spiel hat mich auf einen Weg, der zurückführte, geschickt, aber mir keinen Weg gelassen, den Weg andersrum zu gehen. Also wenn du dich bei den beiden Wegen für den falschen entscheidest, wirst du damit bestraft, dass du das ganze Level nochmal machen darfst. Naja, ich meine, von so einem Feuergeist verfolgt zu werden, ist auch keine echte Belohnung. Ja, aber wenigstens kommst du weiter und musst nicht das ganze Level nochmal machen. Was ich für eine 50-50-Chance schon für eine ziemlich miese Bestrafung halte.
So, Lara, das laden wir jetzt nochmal neu. Ach, Lara, warum kannst du dich nicht an dem blöden Hebel festhalten diesmal? Hört diese Bibliothek jemals wieder auf? Vielleicht. Wir wissen es nicht. So, komm, Lara, jetzt hüppeln wir da rüber. Und wenn du gleich bitte auf dem Löwenkopf diesmal... Ach, sie kommt nicht mal mehr an den anderen Rand diesmal ran, zum Löwenkopf hin. Lara macht das auch gerade wie es ihr gefällt. Jetzt sind wir gleich erstmal wieder beim Löwenkopf, Lacher. Das lief so gut, bis du dich entschlossen hast, dass keine Türen aufgehen. Ja. Hm? Was hast du dann gemacht? Bist du das Loch runter? Ja, und da kommst du zurück in die Haupthalle. Ich muss mir ja noch die blöde Säule jetzt erstmal holen. So, zieh an der Kette. Dreh dich um. Jetzt geht's ins Löwenmaul. Wo steckst du? Variabel. Was? Also momentan kann ich genauso gut hier an der oberen Stange des... Also am oberen Ende der Stange im... Lö der der Stange... Am... Da. Löwestange oben. So. Da, wo ich soeben ankomme. Richtig. Na gut, jetzt probiere ich nochmal auf diesen Sims zu gehen. Ja, also der quasi... Und Wunder über Wunder, diesmal geht die Tür auf. Mhm. Hier waren wir sogar schon mal. Ja, also wir haben es uns unten. Von unten aus angeguckt. Ja, ich gucke gerade, ob wir die Falltür öffnen können. Also ich konnte sie nicht öffnen. Nee, sieht nicht danach aus. Gut, dann geh aber bloß wieder diesen wunderbaren Weg zurück. Warum? Da geht's ja nicht weiter. Aber du kommst wieder nach unten in die Halle. Auf der anderen Seite wirst du nur von einem Feuergeist verfolgt und kommst an eine Tür, die du nicht öffnen kannst. Ja gut, das wusste ich nicht. Ich muss jetzt... Ich hab's gerade ausprobiert und bin da fröhlich vor mich hingestorben. Was ist denn das schon wieder für eine miese Nummer? Hey, ein Feuergeist, aber bloß kein Wasserbecken. Gut, dann mache ich jetzt nochmal den Quatsch mit den Fackeln. Auch erst nicht angehen wollen. Das heißt, ich mache das so und so, warum auch immer. Warum gehen Fackeln an, wenn Lara auf Gitter tritt? Das ist hier so vollkommen logisch, weil die reagieren auf Gewicht. Das ist zwar nur ein Gitter, aber die sind mit einer Verbindung, mit einer Vorrichtung verbunden, dass du... Jetzt hat Lara ihre brennende Fackel über die Holzböden hinweggeschmissen. Du kannst sie ja wieder aufheben. Ja, ich weiß, aber das ist trotzdem sehr elegant gelöst von Lara. So, jetzt speichern wir das nochmal. So, mein Holzboden brennt wieder. Meiner ist gerade durchgebrochen. Nein, meiner brennt immer noch. Brennt. Und brennt. Und brennt. So, jetzt ist er zerbrochen, ich speicher. So, und jetzt, weißt du, wie man da verletzungsfrei runterkommt? Ich guck mal. Weil ich bin da gerade runtergefallen und das tat ziemlich weh. Ah, hier kann man sich festhalten.
Auf welcher Seite kann man sich festhalten? Ein relativ langes, gerades Stück. Darunter ist, obwohl eigentlich ist es ein relativ kurzes, gerades Stück, wenn ich es mir so von unten angucke. Zumindest Was ist da, denn wo genau da drunter? eine Wand. Ah, eine Wand ist genau da drunter. Halt was, woran man sich festhalten könnte. Und ja, so kommt man verletzungsfrei runter. Gut, Und jetzt erschieße ich die Säule. Die Säule. Die Vase. da ist Schrot drin. So, und dann kann man da hochklettern und dann kommt man gleich wieder in die Haupthalle zurück. So, wir sind wieder unten in der Haupthalle. Ja, Und waren wir schon länger nicht mehr. haben wir Pharos Säule dabei. Ja, vielleicht können wir ja Pharos Säule gegen Ein Pergament Dingens hier eintauschen. austauschen. Richtig. Probieren wir es einfach. Die ist ja genau gegenüber. Und das Wunder geschieht, ich habe ein Pergament. Richtig, und was sagt uns das? Damit die Damit die Schlangen. Schlangen leben können, muss ihr Hunger zuerst gestillt werden. Reize sie nacheinander und der Kreis wird gänzlich brennen. Das Rätsel haben wir doch gerade gelöst. Richtig. Verstehe ich das jetzt gerade richtig? Wir mussten dieses Rätsel lösen, um einen Hinweis darauf zu bekommen, wie man dieses Rätsel löst. Und das hat uns also im Prinzip nichts gebracht. Lara, wir speichern das jetzt trotzdem auf einem Aber neuen weißt du, was Stück. ganz cool ist? Wir sind jetzt wieder unten in der Haupthalle. Ja. Wir sind nicht allzu weit von einem Ladebildschirm. nicht ganz so regelkonformen Ladebildschirm entfernt. Sekunde, aber trotzdem möchte ich erst eine Sache tun. Wir haben ein Rätsel gelöst, um einen Hinweis darauf zu bekommen, wie wir ein Rätsel lösen können. Lara, schaffst du es dir hier bitte, das Genick zu brechen? Nein, schade. Ich meine, ich finde, das war eine Aktion, die ja durchaus einen Lara-Selbstmord wert gewesen wäre. Du hättest wieder zu unserem neuen Lieblings, alten Lieblings. Nein, jetzt habe ich es aufgegeben. Jetzt habe ich gesagt, was ist. Jetzt habe ich das alles schon so gesagt. Jetzt ist der Gag zerstört. Lara, ich möchte zum nicht ganz regelkonformen Ladebildschirm. Okay, wir haben Dinge getan. Weil wir sie tun können. Richtig, und aus keinem anderen Grund. Naja, immerhin haben wir den Pharos sonst was irgendwas Richtig, Gedönsdildo richtig, gefunden. richtig, richtig. Wir haben die Säule des Pharos. Ich weiß gar nicht, was die alten Ägypter damit vorhatten. Naja, werden nicht alle alten Ägypter gewesen sein, die damit was vorhatten. Wer weiß, die Ägypter, denen traue ich so einiges zu. Aber es werden nicht alle gewesen sein. Die weiblichen vielleicht eher weniger. Oder ganz besonders. Eben, Gut, wir haben Pharos Säule. Wohin damit? Weiß ich nicht. Ich komme gerade nicht drüber hinweg, dass wir ein Rätsel gelöst haben, um einen Hinweis darauf zu kriegen, wie man dieses Rätsel löst. Ja, das ist irgendwie nicht ganz sehr sinnig gewesen. Okay, wo haben wir denn noch nichts gemacht? Wir waren noch nicht bei allen Türen oben. Aber da müssten wir dafür ja jetzt auch wieder hinkommen. Aber das ist ja gar nicht so schwer, glaube ich. Wir müssen ja nur wieder durch den Gang mit dem hier, dem nicht heliozentrischen Weltbild. Richtig, da gehe ich gerade durch. Dann müssen wir durch die Tür, die wir damals geöffnet haben. Oh, unsere ägyptische Lichtshow ist aus. Oh, das ist ja schade. Dann kommen wir. Dann müssen wir an den hungrigen, brennenden Schlangen vorbei. Da bin ich noch nicht Wenn ich da wieder. irgendwie. Ich auch noch nicht, ich komme da gleich hin.
Lara, das war nicht die Sprinten-Taste, das war die Gehen-Taste. Warte, da ist auch noch eine Tür. Wo ist eine Tür? Du kommst oben ah, zu ich dieser sehe sie. Laterne. Sie ist nur sehr, sehr dunkel. Ja. Da gehe ich jetzt durch. Und wir sind wieder in der Haupthalle. Echt? Ja. Oh, aber wir sind unten. Hm? Na, macht nicht. Dann haben wir demnächst eine Abkürzung dafür. Ich hoffe, dass wir da nicht mehr allzu oft lang gehen müssen. So, jetzt bin ich bei den brennenden Schlangen. Da müssten wir hochklettern, weil da haben wir uns ja was gebastelt. Richtig. Lara, hoch da. Und ganz ehrlich, weil diesen Hinweis, den wir dafür gekriegt haben, dass wir das Rätsel, für den der Hinweis war, gelöst haben, war eigentlich überhaupt nicht nötig, weil das ziemlich offensichtlich war, was man tun muss. So. Die Treppe rauf. Am Wasserbecken vorbei. Und dann wieder da so schön rund. Dann durch den dunklen Gang. Ich bin ja nicht. Ich bin jetzt am dunklen, am semi-dunklen Gang. So, dann gehen wir mal einfach diese Balustrade weiter auf. Ja. So, das war der Gang, wo das Ganze, wo der Wahnsinn seinen Lauf nahm. Ja, das war die erste Tür. So, jetzt kommt die nächste Tür, die wir auch öffnen können. Sekunde, ich hänge wieder an der Säule fest. Ich speichere vor der Tür. Und ich speichere. Ich habe jetzt auch vor der Tür gespeichert, vor der geöffneten. Nein, ich habe die Tür noch nicht geöffnet.